Nachdem du dich über unseren Studiengang Maschinenbau und auch über die Vorteile für ein Studium bei uns informieren konntest, möchte ich dir jetzt noch ein paar Punkte zur Bewerbung nennen, damit du eben quasi im kommenden Wintersemester bei uns studieren kannst. Wichtig ist natürlich, du brauchst einen Abschluss, eine sogenannte Hochschulzugangsberechtigung, um bei uns an der Hochschule Anhalt Maschinenbau studieren zu können. Dazu zählen im Prinzip das Abitur. Das kann das Fachabitur sein, das kann die allgemeine Hochschulreife sein oder ein Meisterabschluss oder ein Abschluss als Techniker. Diese drei Gattungen berechtigen dich, hier zu studieren. Es ist kein Eingangstest erforderlich und ebenso auch kein Numerus Clausus. Der Bewerbungszeitraum hat am 15. Mai begonnen und endet am 15. September diesen Jahres. Zum Bewerbungsprozess. Unser studentisches Service Center hat ein Bewerbungsportal. Dort registrierst du dich zunächst, dann bekommst du eine Bestätigungsmail. Mit dieser Bestätigungsmail kannst du dich einloggen. Damit beginnt der Online-Prozess. Dort wählst du den Studiengang Maschinenbau, Bachelor, Vollzeit entsprechend aus und sind noch einige andere Angaben notwendig. Daraus wird dann quasi ein Antrag generiert. Dieses PDF, das druckst du aus, das unterschreibst du und gibst das dann noch mit den Unterlagen, die ich in der Checkliste für dich aufgeführt habe, in die Post und sendest das an die Hochschule. Folgende Unterlagen benötigen wir: eine Kopie deiner Hochschulzugangsberechtigung, also deines Abiturzeugnisses bzw. deines Abschlusses als Techniker oder Meister. Dazu natürlich noch einen formlosen Lebenslauf mit privaten und beruflichen Angaben, eine Kopie, beidseitige Kopie deines Personalausweises bzw. Reisepasses, ein Passbild mit der Bewerbernummer hinten drauf, die in dem Antragsformular generiert wird. Falls du schon an einer anderen Hochschule studiert hast, unter Umständen auch Maschinenbau studiert hast und beabsichtigst, bei uns digitalen Maschinenbau zu studieren, dann benötigen wir natürlich noch die Exmatrikulations- bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung. Oder du sagst, ich möchte dual Maschinenbau studieren in Köthen und bin auch in einer Firma angestellt, dann benötigen wir den Ausbildungs- respektive Arbeitsvertrag zwischen dir und der Firma. Der ein oder andere, der ist schon etwas raus aus dem Lernen, beziehungsweise auch durch Corona war es natürlich den Abiturjahrgängen auch etwas schwer gemacht, dort nochmal richtig zum Ende hin Gas zu geben. Falls ihr raus seid, bisschen aus dem Lernen, dann bieten wir sogenannte Fitmacherkurse an für Mathematik und Physik. Mathematik beginnt am 31.8. Dieser Kurs geht eine Woche lang und in der Woche darauf findet der Physikkurs statt. Die Anmeldefrist hierfür für beide Kurse ist der 23. August 2020. Wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, dann bitte ich euch, die Frau Becker oder die Frau Twieg, die in unserem Fachbereich angestellt sind, zu kontaktieren. Beabsichtigst du einen Wechsel, entweder innerhalb unserer Hochschule Anhalt, wo du sagst, ich möchte Maschinenbau studieren, da gibt es auch ein Formular, da verweise ich dann noch auf die Seite, auf die du dich begeben kannst, um dort nähere Informationen zu bekommen, oder du studierst eben an einer anderen Hochschule, unter Umständen auch dort Maschinenbau, dann bewirbst du dich hier ganz analog wie die, die eben zum ersten Semester sich immatrikulieren. Und damit natürlich auch dein Start im kommenden Wintersemester möglichst reibungslos passiert, kannst du auch schon deine bestehenden Leistungen, die du eben an deiner Hochschule, an deiner alten Hochschule erlangt hast, eben auch schon im Vorfeld von unseren Professoren und Hochschulkräften entsprechend anerkennen lassen. Falls du noch keine Hochschulzugangsberechtigung hast,
Hierfür bieten wir dir einen Kurs an, der dich quasi wirklich effizient auf die Prüfung zur Hochschulzugangsberechtigung vorbereitet. Die Schwerpunkte dort sind Mathematik, Physik, Chemie und auch Lernorganisation. Dieser beginnt im November 2020 und endet dann kommendes Jahr im Juni und ist 14-tägig und findet eben immer freitags und samstags statt. Frau Kircheis kann dir hierzu nähere Informationen geben. Und ja, falls du weitere Fragen zum Studium hast, sei es administrativer oder fachlicher Art, dann kannst du uns auch einfach eine E-Mail schreiben an maschinenbau@haasanhalt.de und wir werden diese dann entsprechend auch zeitnah beantworten. Bei uns kannst du digitalen Maschinenbau studieren. Damit bist du immer auf der sicheren Seite. Weitere Informationen kannst du auf unserer Hochschulseite haasanhalt.de bekommen oder auf unserer Webseite der Arbeitsgruppe Design Engineering and Simulation School Köthen, desk.de, oder gibst einfach digitalermaschinenbau.de ein und dort wirst du eben auch nochmal entsprechend informiert. Falls du noch keine Informationen zu unserem Studiengang hast, beziehungsweise auch noch nicht die Vorteile unseres Studiums kennst, dann empfehle ich dir, diese beiden Videos anzuschauen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, dich hier im kommenden Wintersemester begrüßen zu dürfen und sage Tschüss.